Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Heute gibt es einen Breeder, einen vollautomatischen Breeder und einen simplere Variante, in zwei Varianten eigentlich. Der eine kann eigentlich nur Hühner produzieren, nur mit Eier steht es an. Der andere kann beides. Und um mich nicht ewig zu brauchen, weil es wird eh eine Weile jetzt, es wird ein längerer Part. Ich hoffe, es wird nicht ein zu langer Guide. Wird nämlich zwecks mehrerer, wir brauchen da ein bisschen, um das zu erklären. So. Ihr seht es schon hier im Hintergrund, meine Errungenschaften. Der komplexere, der simplere. So, und da ich da ein Portal habe, gehe ich mal so. Mann, es ist unehrlich fast, aber. Ja. Ich hoffe, ich bin verständlich, Leute. Ich versuche meinen Dialekt übrigens ein bisschen im Zaum zu halten. Es ist nicht so schlimm, der Dialekt, aber weil ich darauf hingewiesen wurde in die Kommentare. Leider manchmal tun sich Leute schwer damit. Zumindest habe ich da jetzt einen Kommentar. Ich habe den Namen vergessen. Sorry, falls du zuschaust. Ich gebe mir Mühe. Aber es ist halt leider so, dass ich einen habe. So, hier ist Nummer 1. Der ist deswegen hier abgesperrt, weil ich es euch zeigen wollte. So, jetzt machen wir da auf. So, hier seht ihr meine Hühnchen. Die sind hier eingesperrt. Ich wollte eigentlich in zwei geben, habe es aber dann in Mitte getrennt, weil sie durcheinander gelaufen sind. Dann schmeißt man einfach Futter rein und fertig. Überall habe ich zwei Hühner ursprünglich drin gehabt. Ihr braucht es da mehr, weil wir machen uns hier zunutze, was in einem anderen Guide mal gesagt wurde. Wenn man zu viele in einem Stall hat, dann stehen die übereinander. Wenn sie schlüpfen und backen raus. Und genau das will ich. Ich will, dass sie rausfallen. Und dann seht ihr, da unten sind schon zwei. Dann laufen die von selbstständig darunter. Es kann natürlich, das ist eher so nur der Hühnchenbreeder. Weil wenn man das nur mit Eier machen würde, hier oben liegen lassen würde, dann ist Arsch. Weil dann ist irgendwann der Maximum erreicht. Dadurch, dass die aber davon laufen und eigentlich alle Eier hier rundum, wir können es hier rüben noch ein zweites Feuerchen dazu machen, damit wirklich alle breeden. Und das, ihr könnt auch das Dach verlängern. Also da ist wirklich euch das so gesetzt, wie ihr es bauen wollt, so baut es einfach. So. Bevor da eines zu cold war. So, passt. Also eins rauspackt. Könnt ihr auch das Dach rundum noch verlängern, dann passt auch noch, wenn es durchpacken irgendwo. Jedenfalls sollten wir essen die. Der nicht, weil der ist. Ihn freut es nicht. Wurscht. Normal schon, weil das sind ja auch die Hühnchen, das werden immer mehr laufen, da ist schon einige rum, ich sehe. Da, bei meiner ja, Farm. Da hinten überall, da sind schon einige rausgekommen. Also, die breeden da, dann haben sie irgendwann, weil Hühner kann man ja so viel haben, wie man will, auf dem Fleck, nur Eier nicht. Das müsst ihr schauen, dass die Eier ausbrütet werden. Wenn die Eier ausgebrütet werden hier, eins ab so ein halbes hochgenommen, sobald die Eier ausgebrütet sind, ist das Problem nicht mehr so schlimm, weil wenn die Eier mal ausbrütet sind, dann ist nur mehr die Henne da. Henne können auf einer Stelle, was ich so weiß, irrsinnig viel sein, ohne dass das irgendwelche Probleme macht oder so. Ich muss jetzt dann noch ein bisschen nachbessern. So. Nach hinten hinauf, weil manchmal haben wir da nach hinten hin das Problem, dass da Eier durchbacken und die bleiben dann liegen. Also ihr könnt hier problemlos das Ganze einfach irgendwie zusammenpaschen. Aber das mache ich nachher. So, das ist mal der simplere, aber doch funktionierende Hühnchenbreeder. Der eigentlich die ganze Zeit Hühner produziert und alle paar Tage, wenn die Eier schlüpfen, wenn das Ei schlüpft, das Babyhändel drin ist, plupp, das und das sitzt da drauf, rennt raus. Und verpisst sich. Also und durch die Rampe runter können sie auch weg. Das ist also eigentlich genau das zunutze gemacht, was oft das Problem ist. Die Dinger brechen aus. Was wollen wir in dem Fall? Ist nicht kontrollierbar gescheit. Du kannst nicht sagen, pro Tag brechen drei aus oder so. Das ist das Problem dran. Ja, es kann auch mal sein, dass dann eine Weile nichts ist, weil es mal doch. Und dann wieder doch. Und das ist ein bisschen unflexibles Ding. Das läuft, wie es läuft. Gut, aber hier kriegen wir nur die Hühnchen. Jetzt zeige ich euch das andere. Willkommen zu meinem Hühnerbreeder und Eggbreeder.
Das Teil war ein bisschen ein Bauaufwand von ein paar Stunden. Es hat auch seine Tücken. Ich zeige euch mal, was das Ergebnis davon ist. So, warte mal. Ich habe so immer vergessen, dass ich eine Tür habe. Bin jetzt zivilisiert. Jetzt hier. 1, 2, 3, 4 Händel. Warum? Was hast du für ein Problem? Habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist das ein 1-Sterne-Händel nachher. Gibt's sowas? Oder ist ihm heiß? Egal. Jedenfalls hat er das von selbst gemacht. Das Ding erkläre ich später. Also, es geht jetzt mal um das da oben. Das war ein bisschen ein Aufwand. Prinzipiell hab ich das so gemacht. Ich habe aus dem Boden raus. Warum sind wir hoch oben? Damit die Eier, die eigentlich dann runterfallen, weit weg sind von den Hühnern oben, sonst hören die zum Legen auf. Gut. Somit habe ich hier, bin ich auf maximale Höhe rausgestampft und dann habe ich angefangen mit Steinen nach oben weiter zu bauen. Das ist prinzipiell... wenn nicht ständig irgendwas passieren würde. So. Prinzipiell ist das immer recht easy. Ihr sucht euch einen Platz. Dann macht sie so Leitern rundum, damit die anderen weitergemacht, dass es besser ist. Da bin ich, weiß ich nicht, wie hoch bin ich da gegangen. Habe ich nur noch Gefühl gemacht, sage ich gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6 solche Steine hoch. Ihr könnt jetzt ja unten im Boden noch Löcher schlagen und eure Auffangbecken noch tiefer machen. Aber das ist ja, braucht man nicht. Dann bin ich, wenn ich da oben und nach oben baut, habe ich übrigens mit Blick nach unten immer gesetzt und gesprungen, dann bis ich auf der Höhe war, wo ich bin, habe ich eine Plattform gemacht und habe ein, habe ein Portal umhingestellt. Ist das einfachste. Muss ich dazu machen, wie es war. Habt ihr mal ein brennendes Loks gesehen? Ist recht witzig, außer er rennt rum und zerstört alles halbwegs. Dann nicht mehr. Dann kommt wieder die Batscherklinge zum Einsatz. So, jetzt kommt die lange Erklärungsphase. So, ab, rein da. Ach, nächstes Mal nach dem Relog hebe ich das auf, was ich eigentlich rauswerfe. Ja, ich könnte es wohin gehen, wo es nicht über immer im Weg ist, dann, wo es dann passt. So, jetzt wird es ein bisschen eng. So schaut das hier aus. Hier drunter ist die Säule. Habe ich mal so gemacht. Ich habe mal hier 4 Felder gemacht. Dann habe ich eine Reihe daneben gemacht, damit ich das Portal hier hinbringe. Und hier hinten ums Eck. Weil ich einmal, ich würde euch empfehlen, ihr könnt, wenn ihr irgendwie das Talent und die Möglichkeit habt, zumindest mit der Harpune, habe ich die Schweine immer rumzart, keine Ahnung, da auch eine Rampe bauen und die ganzen großen Händel raufzahlen. Ist aber umständlicher als 2 Eier im Inventar mitnehmen. Daher das hier. Da kommt Feuer rauf, Feuer geht nur auf Boden, deswegen auf diesen Eisenbalken geht es auch. Kleinen kurzen Eisenbalken, das ist der hier. Der. Holzeisenbalken. Und da ist Feuer draufsetzen. Da, seht ihr? Geht. Da nichts, da schon. So. Warum habe ich das gemacht? Zum Brüten. Gut, also ich habe hier mal eine Wand, Seite. Und dann wird es jetzt kompliziert. Ich habe hier... Ist jetzt es ein da und nach unten hin habe ich ein Teerdach gemacht. Das wäre dann ungefähr das hier. Dieses Schindeldach. 45 Grad. Warum? Weil es rutschiger ist. Irgendwie kommt man so vor. Scheiße, soll ich das aufkommen? Weil es rutschiger ist, kommt man vor. Und passt. Also gut, ich heb das nur gefunden auf. Ich werde das nämlich so. Ach so. Ach, das ist sowas. Geht sogar. Auf jeden Fall, hier seht ihr es. 45 Grad nach unten habe ich das hingemacht. Ich baue da jetzt was dran, dass man das ein bisschen besser sieht. Vielleicht kann ich euch das dann noch besser zeigen. Achso, warte, ich habe ja da eh. Ich könnte aber das Dach aufmachen, dann sieht man rein. Ja. Macht das Dach hier auf. So. Gehen wir da runter und versuche nicht abzustützen. Das jetzt hier. So. Da drunter sind 2 Schindeln nebeneinander, 2 Schindeldächer. Und
In der Mitte ist einfach nur ein Holzbalken schräger und am Rand steht da vorne, das sieht man mit dem Baummodus besser. Das ist so eine große Dreiecke, eckige Ecke. Und da unten, das ist ein kleines Holzsteerteil und das ist ein Querbalken. Gut, ich merke selbst, das lasse ich jetzt gerade irgendwie beschissen erklären. Das kriege ich aber hin. Moment. Das Komplizierte war ja da oben nur, das da oben zu bauen. Es ist ja nicht so schwer, das allgemein zu bauen. Schau her. Machen wir das mal. Ja, da ist gut. So. So. Also, ich habe prinzipiell. Wo kriege ich denn das kurz einen Stein? So. 8. Okay, denkt euch einfach mal, das ist das, was da oben jetzt ansteht. Dann gehen wir das geschwind durch. So, ich habe das so gemacht. Ich habe mal meine Viererplattform da oben gebaut. 1, 2. Moment. Ich habe eh alles in der Base, muss da auch nicht weit. Es ist nur, ich habe nicht so viel mitgehört. Ich will euch ja nur das Komplexe zeigen. Den Rest eh nicht. Wie ich die Info gehabt habe, wie das gut geht, habe ich mich dann sowieso wieder selbst gespielt damit. Das werdet ihr sicher auch. Ist jetzt alle kreativ. Und. Muss das jetzt sein? So, nachdem beim kompletten Bauen von dem Teil und dem großen oben es kein Gewitter gab und keine Angriffe, ist jetzt beides kommen, war klar, macht Sinn in der Aufnahme, danke Spiel. Anscheinend checkst du das irgendwie ab. Und warum steht der Lok? Ist mir egal. Ist mir wurscht, dann nicht. Gut, also wir waren bei, wir haben 4. So, jetzt reicht's. Wir haben 4. Solche Felder und zweimal das Ding vorne dran. Abgestützt wird das Ganze durch einen Querbalken. Von dem hier. Dann haltet das. So, was ich euch oben jetzt zeigen wollte. Ihr müsst dann, ihr beginnt dann mit einem 45 Grad Eck nach unten. So. Und macht es hier ran. So. Das snappt eh so schön. Zack, so. Lass ich das aber offen, zwecks herzeigen. So, sitzt es, so rutscht man. So leicht rutscht man ab. Da liegt ein Ei. So, die Hühner legen überall dann Eier. Das ist urlustig irgendwie. So, dann brauchen wir den kleinen Mini-Balken, Meter, stecken den daher. Und ich würde euch empfehlen, einen zweiten drauf. Weil der Querbalken hier, der verhindert, dass die Hühner abrutschen. Seht ihr, der snappt genau, das ist zu niedrig. Ihr müsst höher rauf. Also entweder drückt ihr Shift und Spielzeug, bis ihr in der Höhe habt. Aber auch da fahrt es da ins Leere. Wenn man da dazwischen mehr baut, es gibt ein Video, das ist ein Doppelter, da ist dazwischen was, das snappt, man soll ungefähr das Doppelte drüber. Würde ich euch empfehlen, macht einen zweiten kleinen hin. Und dann klickt ja, geht es einfach auf den drüber. So. Den könnt ihr dann im Endeffekt auch wieder weggeben, wenn er fahrt ist, weil er da nicht hingehört, aber. Prinzipiell stört er auch nicht, überlege ich gerade. Somit passt. So. Gleiches wäre dann natürlich hier rüben. So, dann habt ihr das. Dann braucht ihr. Das ist noch nicht ganz das Schwierigste. Das ist ein Schlüsselelement. Wenn da drunter rutschen die Eier durch und die Händel nicht. Wenn nicht, müsst ihr mit der Höhe da noch ein bisschen spielen. Weil ich habe das ohne dem gemacht, aber der hat drüber gesnappt. Wenn nicht, müsst ihr den. Wenn nicht, müsst ihr den, wenn ihr beides habt, dann mit Shift nehmen.
und ein bisschen nur raufziehen. So. Aber das seht ihr sobald, wenn eine Henne durchrutscht, macht sie es weiter runter. Das ist überhaupt keine Dreieckserei. Müsste aber so gehen. Hennen haben eine riesen Hitbox. Das ist Wahnsinn, die Hitbox. So, dann stopfen wir hier ein kurzes Stück mal rauf. So. Und dann machen wir wieder ein schräges. Da habe ich dann die 20-gradigen gemacht, weil wir weiter nach vorne, springen wollen. Nicht eben das da. Das soll weiter nach vorne so gehen und nicht steiler werden unbedingt. Deswegen nehme ich hier die kleineren gerade. So. Und da könnt ihr jetzt Dächer nehmen, was ihr wollt. Ich habe jetzt die genommen, weil A, günstiger, B, leichter. Mir ist die Konstruktion oben, da oben, ist mir dann hier nicht mehr kalten, weil ich nur eine Stütze habe. Normal macht man zwei, in einem anderen Guide habe ich zwei gesehen, aber drauf geschissen. No risk, no fun. Und hab's dann deswegen jetzt mit dem anderen Dach gemacht. Funktioniert genauso, ist kein Problem. So, ihr müsst hier so weit vor, weil ihr deckt mit dem, wenn die Eier jetzt runterfallen, fallen sie ungefähr auf der Kante, wo ich jetzt stehe. Gerade wenn sie runterfallen, zack, seid ihr schon gleich bedeckt und könnt breeden. Das heißt, ihr müsst das drüber vorstehen lassen, über das Ganze. Also eins weiter, könnt ihr auch zwei weiter unterstützen. Das ist völlig euch überlassen. Ihr könnt es auch zwei machen oder könnt es sagen, ey, wenn es seitlich rausfallen, machen wir breiter. Das werde ich machen, das breiter dann irgendwann. So, dann habt ihr wie ich, ihr könnt das Ganze auch ein bisschen größer bauen. Einen anderen Guide, als ich gesehen habe, war das so ungefähr 5x5. Da hat man Platz eine Menge gehabt. Aber das war für mich jetzt hier nicht relevant. So, dann habe ich das hier zugemacht. Das ist jetzt ungefähr dann meine Fläche, die ich oben habe. So. So. Und dann ist es schwierig geworden. Ihr müsst dann. So, ich gebe jetzt das Dach wieder runter, sicherheitshalber, dass man da besser vorbei sieht. So. Das erste Mal, ihr habt dann zwei Hühner. Eins da und ihr wollt nicht, dass die gegen miteinander rumrennen, weil sie verwurscheln sich dann so gern. Jetzt dreht ihr einen Balken her und snappt den da rein, der verhindert das drüber gehen. Und dann würde ich euch sagen, nehmt hier so einen Balken, aber erst so. Und das verhindert auch das drüber gehen. Aber zuerst, wenn ihr breedet, wie ich mit Feuer da hinten oben, dann macht ihr euer Feuer da außerhalb, breedet sie, lasst das alles aber zu, macht das da am besten in der Zeit, bis die groß sind, so zu, damit die nicht da reinfallen. Die sollen nur als eine große da rein, und sonst rutschen die vielleicht als eine ganze durch. Nee, die sollen nur als eine große, und außerdem sind sie so schnell nicht wirklich kontrollierbar. Die sollen da wirklich dann nur als eine große rein. Also wenn sie hier, macht es zu. Feuer da außerhalb, hinten ran, hat bei mir wie gesagt so ausgeschaut hier. So. So. Ich hüpfe mal da raus. Hier ist das Feuer. Dach drüber, wenn man es dauerhaft will. Muss man nicht so. Und geht schon. Dann, wenn die gebreedet sind, macht sie am besten gleich mal den Balken an. So. Und dann werdet ihr mal schauen. Macht es mal auf. Eines. Schiebt das Händel rein und macht es mal diesen. Ich glaube, das reicht, wenn nicht gleich oben zumachen. Was die Reihenfolge hier ist optional. Ihr könnt auch eine Wand hinstellen. Rein, ich würde es so machen, ihr schiebt den rein. Weil die manchmal, die sehr stur sind, die angewohnt haben, euch ein G anzulaufen an euch. So, ihr schiebt den rein und dann macht es auf. Schiebt den rein. Und macht es einfach gleich wieder mit dem zu. Wenn der mal irgendwann mal umdreht und nach hinten marschiert, dann könnt ihr die Mauer höher setzen. Das zeige ich euch dann gleich wie. So. Also habt ihr jetzt euer Hühnchen da drin. Und das beides zu oder eins. Dann geht es mal an das obere. Und das ist jetzt knifflig. Wenn ihr hier das platziert, könnt ihr es nicht füttern. Dann fällt das vor den Streifen daher. Und das erwischen sie nicht. Das mögen sie nicht. Wenn es da reinschießt, dass da dran ist. Oder an der Wand oder auf der Schräge. Essen sie es nicht. Das, ich hatte Mordsschwierigkeiten, damit die das essen. Das Problem habe ich dann so gelöst, ich habe dann das versetzt, das ist meine Auffangplattform, und anstatt dass ich das da drüber so mache, Shift, und ich zoome, kann ich da jetzt ranzoomen mal? Ich bin, anstatt hier so halber drüber, wie er es macht, so genau an die Ecke, an da wo jetzt mein Fadenkreuz ist, an die Ecke hier entlang bin ich gegangen, habe hier das verlängert, das ist nämlich versetzt um die halbe Breite ungefähr.
mit Shift gedrückt halten und oben habe ich da bei der Schräge hier, was da drauf ist, so und dem Geraden so ein kleines Eck freilassen. Ich glaube so. Zack. Wenn ihr eines habt, passt, das seht ihr drunter durch. Wenn ihr eines habt, habt ihr schon mal gewonnen. Ich glaube so. Ich richte mich immer aus, rechtsklick gedrückt halten, rückwärts gehen. Das geht sich mit zwei Feldern nämlich genau aus, dass das eigentlich dann schön liegt. Normalerweise, aber wie gesagt, ihr seht es, wenn es das nicht, das Tierchen das nicht essen will. Dann reißt es ab, man dreht es um, macht es mir ein Stückchen noch zurück. So. Schauen wir, ob es jetzt besser geht. Nein, tut es nicht, weil ich komplett falsch stehe. Ja, ist schon besser. Der Stil liegt nach oben, das erreicht er. Bei mir oben bleiben sie nur so stehen, weil sich das zufällig so ergeben hat. Oh, ein Eck. So, dann könnt ihr die Viecher füttern. Das müsst ihr einfach nur probieren. Aber das ist sehr wichtig. Schaut dann auch, ob sie es essen. Wenn sie nicht essen, dann noch einmal. Runter und noch mal ran. Sie müssen das essen, das hilft ihnen nichts. So. Das ist mein Hammer wieder kaputt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was so interessant bei mir ist, dass die Viecher jetzt immer bei mir rumgerannt. Normalerweise sind die alle hier nicht die ganze Zeit da, aber ist gut. Das können sie ja probieren. So, jetzt steht's. So steht's, so ist bei mir. Das schaut gut aus, passt. Dann frisst ihr, dann schiebt ihr das zweite Händel rein, macht ihr das gleiche und macht's, und dann könnt ihr eh schon anbauen und das Zeug da, dann baut's einfach dazu. Die Sache hat sich erledigt. Schaut dann mit Dach ungefähr so aus. Wir sind hier jetzt in einem Querschnitt, der Schnittansicht ist das jetzt eigentlich, was ich da gerade gebaut habe. So. Ja, ich habe das Dach dann gleich direkt weiter verlängert, einfach so. Auf das hintere darauf, so. Ja, das war's eigentlich. Jetzt geht mir gerade mein Material aus, sehe ich gerade. So. Macht aber nichts. So. So schaut's aus. Das ist das Wichtigste gewesen. Dass ihr hier unten, wo ist mein, also von dem Balken weg, genau drüber auf dem ersten da den Querstreifen macht, dass das durchrutschen kann. Und wichtig ist noch die Wand hier, dass die wirklich hinter dem ist, so bei zwei Drittel frei ist, und das stehen bleibt und die Hühnchen dann da reinschieben. Dann passt's. Hoch auf. Dann legen die Eier, fallen runter. Hab mal, da die aber random fallen, also ein bisschen mal hier, mal da. Habe ich mir überlegt, gut, machen wir anders. Normalerweise sind die, ist das da oben ja. Du blödes Drum. So, normalerweise, ich sehe hier, bin ich unter dem. Und somit ist alles da unten eh bedeckt. War aber nicht so. Es ist nämlich hier. Was gelegen, das war nicht bedeckt, weil es so seitlich wegpackt ist. Die Eier dürften, wenn sie am Rand stehen, da oben so, spawnen manchmal auf der Seite und fallen irgendwie runter. Jetzt habe ich hier einfach einen Trichter gebaut, der einfach nur die Eier in der Mitte zusammenlotst. Ich verstehe nicht, wieso sie alle jetzt dabei liegen, aber ihr seht, es liegt aufgeräumt alles hierbei. Irgendeinen Grund wird das schon haben, ich weiß ihn nicht. Wenn ich euch da Essen gebe, macht gar nichts, ne? Ja, okay, also habe ich hier meinen Trichter drunter gehabt. Auffangbecken kann man es nenne ich es auch gern. Ich kann an dem Händel da nicht mal vorbei, weil das die Hitbox so groß ist. Ich lasse mal offen dafür. Kann eh raus, wenn er will. So, jetzt könnt ihr euch nämlich aussuchen. Wollt ihr, dass die Eier alle größer werden? Zu Händel werden? Oder nicht, je nachdem. Wenn sie die Feuer brennen habt zeitlich, kommt's raus alle. Wenn sie die Feuer brennen zeitlich brennen habt, werden alle da drinnen, weil sie erstens in der Mitte gedacht sind von die zwei, mit dem Dach, und der Rest der deckt sich hier nieder und die Feuer machen es warm, dann ist das prinzipiell, hat sie dann lauter Händel da drin. Und wenn sie nur Eier wollt, sind aber auch nur 8, müsst schauen, ob das geht oder ob das nicht hoch genug ist, wenn nicht tiefer Gramm. Aber prinzipiell ist das hier eigentlich nur eine Schachtel. Ihr könnt es natürlich wunderschön ausschmücken. Ihr könnt das ganze Zeug da komplett stylisch bauen. Das wisst ihr eh. Das ist natürlich alles möglich. Aber ich baue ja, wie Leute, die meine Videos kennen,
Ich baue gerne auch schön, aber ich baue eigentlich primär funktional. Das Ding muss funktionieren. Wenn es funktioniert, und das ist nur gerne Verschönerung, mache ich es natürlich, aber viel mehr nicht. Also ihr seht, das ist der Breeder, das ist das Auffangbecken und das da drüben ist einfach nur ein simpler Breeder, das haben wir eh schon geredet. Aber theoretisch funktioniert er. Man sieht das nie, weil die Hühnchen immer weglaufen. Aber ihr seht hier. Egg warm, das brütet. Egg warm, das brütet. Passt. Und draußen ist auch eins. Ja, die werden gleich da raus schlüpfen, einfach so wie der, und dann laufen sie wieder da runter. Ihr seht hier, was ich da schon Viecher habe. Okay, Leute. Dann sage ich mal, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Dann lasst ein Abo da, ein Like, ein Comment. Als nächstes geht's weiter mit den Brust... Ah, Brust, sag ich. Brüste. Nein, mit dem Armor-Sets. Wir werden uns die Carapace im Vergleich zur Beast, glaube ich, hat die alte geheißen. Na, warte, ich habe sogar noch mit, oder? Nee, habe ich nicht. Zur vorigen anschauen. Ob es wie die Stats sind, voll abgegradet. Dann werden wir sich das Ganze mal den Zauberzeug anschauen. In einem Part mal das, in einem anderen Part die Waffen und dann die Magie. Und das sind schon wieder zwei, drei Kurzparts. Hoffentlich sind so ein Kurzknacken informativ. Und dann geht's mit Gameplay-Parts weiter. Wir suchen eine Ini. Ich habe hier keine Ini noch gefunden oder so weit gefunden, wo so ein komischer Wegskier oder wie Weg ist hier irgendwie der Weg für den Stein für den Boss ist. Und dann gehen wir einen Boss an. Dann haben wir mal das durch. Und dann gibt es einen Restart von der Welt mit einem neuen Seed. Ich glaube, ich weiß auch schon welchen. Habe ich mal wo gesehen. Ich denke, das Release-Datum vom PTR ist ein guter Seed. 22.02. Na, 22. Was war denn? In November, gell? Ja. 22.11.2022. Das ist, glaube ich, mein neuer Seed dann. Kann was rauskommen. Gibt der World Generator. Schauen wir uns mal an. Gut. Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, Like, Comment. Nichts vergessen. Bis dann und ciao.